Ich habe halt Schmerzen. Ja, ich glaube, ich werde krank. Naja, meine Sommererkältung alljährlich passiert hier auf meinem Kanal, meine Sommererkältung. Da gibt es dann immer jedes Jahr ein Video, wo ich dann sage, ich bin krank, ich nehme aber trotzdem auf, bla bla und so weiter. Aber zum Glück ist das jetzt das letzte Video, das ich aufnehmen muss, bevor die Sommertour beginnt. Sommerpause. Die Sommerpause beginnt. Also ja, habe ich dann quasi ein bisschen Pause. Nicht nur quasi, sondern ja, wirklich. So, und wie ihr seht, das Dach ist zu. Das habe ich auf Screen mal ein bisschen zugemacht. War nicht mehr viel. Ein bisschen Holz gesammelt und dann das Ding zugemacht. Oh wei, es ist dunkel, es ist Nacht. Oder es wird Nacht. Es ist noch nicht so ganz dunkel. Es wird erst Abend. Dann gehe ich mal schnell hoch ins Bett. Und dann machen wir mal weiter. Bauen wir ein bisschen was weiter an der Taverne hier. So, das Wladimir und Klaus der Zweite. Skelett! Schnell hier weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Essen. Das könnte helfen. Das hilft sogar. Au wei. Skelett. Dringt hier ein. Kommt hier in den Pub hier was trinken. Ja, ich würde es eigentlich von draußen zeigen. Werde ich auch wahrscheinlich. Ich habe das Dach zu Ende gebracht. Sieht jetzt ganz hübsch aus. Wagen wir uns raus. So. Hops. Hops, 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 die hops. Hier einmal hoch. Ich sagte hier einmal hoch. Hier rum, da kann ich es mal zeigen. Naja, hier ist gerade eine sehr schlechte Perspektive. Da müssen wir jetzt mal hoch auf den Berg, um das mal anzugucken. Ja, so sieht's aus. Da habe ich so ein bisschen, ja, ein flacheres Dach. Was dunklerem Holz, ja, ganz schlicht. Von außen, von innen wird es ein bisschen interessanter. Ja, kann man so anbieten, denke ich. Hier kommt dann noch so ein großes Motto-Schild hin. Der Name, das fiese Skelett. Töten wir es. Da können wir dann, falscher Knopf. So töte ich das. So, jetzt haben wir hier mal Frieden. Was ich sagen wollte, hier oben kommt dann noch irgendwie ein Bild hin oder sowas, was halt passt irgendwie. Was halt zu der Namensgebung des Teils gehört. Pfeil schwebt in Luft. Okay. Alles klar. Begraben wir den Fall. Das war gerade seltsam. So, und jetzt würde ich hier mal so ein bisschen was Tresenmäßiges machen. Ein bisschen Ausschank. Machen wir das hier so oder machen wir das so? In welche Ecke hauen wir das? Ich würde fast sagen, wir machen hier so ein bisschen eine Bartheke. Auf der linken Seite hier vielleicht, direkt neben dem Eingang. Dann kann das auch als Rezeption dienen. Weil oben habe ich geplant, da können vielleicht ein paar Betten hin. Könnte man so ein bisschen auch mit Fenstern oben noch was spielen. Könnte man noch was machen. Jo, Hauptsache wir setzen mal irgendwas. Wir fangen mal an. So, Steinstufen haben wir dabei. Was haben wir noch so? Birkenbretter. Mal schauen, wie das so ausschaut. Was denn platzieren. Dann haben wir hier drei verschiedene Arten.
von Holz. Ja, ist vielleicht ein bisschen schmal für eine Theke hier, wenn ich da das schon beende. Ich muss mir selbst erst noch einen Plan machen. Also, wie machen wir das am dümmsten? Ja, vielleicht wirklich hier so ein bisschen was langziehen und dann dazu machen. Muss ja nicht so weit Platz hinter sein. Also so hier so ein bisschen. Da kann dann so ein Barmann hinterstehen und bedienen. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus für den Anfang. Kann man hier oben noch Steinstufen draufhauen? Ja. Zack. Dann sieht es doch halbwegs in Ordnung aus. Vielleicht ein bisschen zu hoch, dass da, wenn da jemand hintersteht, noch bedienen kann. Vielleicht ein bisschen too much. Die Steinstufen oben drauf. Ja, reicht vielleicht so ganz schlicht hier. Ist ja auch ein mittelalterliches Teil hier. Da muss nicht sonderlich was modern aussehen oder bedeuten. Ja, hier so die Abtrennung, da kann er, ja, das sieht, das reicht doch schon sehr gut. Und da kann dann jemand hinterstehen, den wir dann als, ja, Bediensteten einstellen und kann dann dort bedienen. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen Villager, den wir hier einpferchen können. So ungefähr. Die Fackeln, davon habe ich keine mehr. Das sind die, da müssen wir mit denen umgehen, die wir haben. So, wo setze ich die hin? Hier direkt neben dem Eingang sind es zwei schon sehr schön. Ja, da vielleicht war es gar nicht so falsch. Dann nehmen wir den hier noch weg. Die Fackel. Lassen wir es alles schön aussehen. Muss auch gar nicht so hell sein hier in der Spielunke. Spälunke. Die ist ja so ein bisschen, ja, kann ja ein bisschen dämmerig sein. Kann man so ein bisschen. Ja. Zum Trinken Atmosphäre haben. Zack, hier noch eins hin und dann. Ja, machen wir die Ecke hier dunkel. Kann so ein bisschen ein Streicher in der Ecke sitzen. Herr-Dringer-mäßig. Ja. Hier oben kann es ruhig ein bisschen heller sein, wenn hier Betten und so hinkommen. Ich guck mal, wo hier eine Treppe vielleicht. Da passt eine vielleicht gut hin. Ja, so hier. Das dunkle Mittelalter, das war nicht so hell erleuchtet und wundervoll glänzend. Wenn ihr wisst, was ich meine. So. Dann reicht das auch hier aus, damit keine Zombies hier spawnen. Ja. Ich überlege gerade, muss an jeder Wand ein Kerzchen sein in der Fackel. Und wir ziehen das hier so hin. Ja. Hier noch eine Fackel hin. Die da weg. Ja. Würde für meine Verhältnisse, für meine Bedürfnisse reichen hier. Da kommen sowieso wahrscheinlich noch Fenster rein und ja. Könnte ich ja direkt mal anfangen hier. Machen wir vielleicht noch einen Balkon, wenn es passt. Draußen hin. Ein bisschen, dass man auch austreten kann, ein bisschen in die Richtung gucken kann. Raus aufs Dorf. Ja, könnte man machen. Eichenbretter.
Okay, genau das brauchen wir hier. Schlechter Punkt, um das an dran zu bauen. Müssen wir runtergehen und es hochbauen mit Erde. Au! Die Treppe runtergefallen. So macht man das nicht. So. Zack, zack, zack. Dann hier so ein Vorbau noch dran bauen. Ich denke, das ist ganz. Das könnte ganz gut sein. Ist hier wirklich nicht runterfallen. Das ist vielleicht ein bisschen schlecht. Wenn wir zu viel Fallschaden kassieren. Ich meine, wir wachen eh wieder in dem Bett dort auf, aber ja, ich meine, was man vermeiden kann, sollte man vermeiden. So hier ein kleines Terrasschen hier. Ein bisschen Fenster, wo man rausgehen kann. Muss nicht sehr breit sein, muss nicht sehr weit sein, aber so ein bisschen. Nein, das wollte ich nicht. War schon fast der falsche Weg, da unten was wegzumachen. Das war schon richtig. Ach, wieso falle ich denn diese Treppe hier immer runter? Das gibt's doch nicht. So, bauen wir uns wieder hoch. Ich denke, ich habe da schon eine ganz treffende Idee, was man da bauen kann. Zack, zack. Zack, zack. Und es wird schon wieder Abend. Das gibt es doch hier nicht. Die Tage und die Nächte hier. Das ist unausgewogen hier in Minecraft. Dann brauchen wir hier noch ein Geländer dran und dann. Ja. Und wir bauen das hier zu. Wie wär's denn damit? Das sähe doch vielleicht auch nicht schlecht aus. Man hier sagt, wir machen hier Glas ein bisschen dran. Machen hier dann noch so eine Bedachung dran. Ja. Nee, das ist ein bisschen eng. Ich habe sowas im Kopf, was mir da vorschwebt, aber ich weiß nicht, ob ich das gut bauen kann. Erklären kann ich es auch schlecht. So ungefähr. So habe ich mir das auch gedacht. Lassen wir uns dann wieder ein bisschen hochbauen. Dass man hier dann auch Fenster drin hat. Sieht das doch ganz hübsch aus. Ich da noch ein bisschen Glas mit drin vorstellen. Dann geht's vielleicht.
ist nicht mittig drüber, deshalb sieht es ein bisschen beschissen aus. Da unten müsste was weg. Aber dann ist hier ein Loch am Boden. Wie macht man das am blödesten? So hier. Dann sieht es aber auch bescheuert aus. Und das aus Holz. Das wäre die Lösung vielleicht. Vielleicht. Ist ja noch. So. Vielleicht kann ich aufgehen. So, dann versuchen wir es mal auf diese Weise. Zack. Also mal von drinnen beobachten. Ein Glas können wir auch bald holen. Sieht ganz gut aus. Kann man so machen. Und da kommen dann auch Türen ran. Oder auch nicht. Was eine Veranda ist, dann wahrscheinlich eher nicht. So, und da kommen wieder ulkige Geräusche. Na, holla. Gruselige Geräusche. Glaubt mir, das sieht nachher noch viel besser aus. Hoffe ich zumindest. So. Sieht danach einem wunderschönen, wunderhübschen Gasthaus aus. So. Hier müssen noch ein paar Stufen rein. Eichenholzstufen. So. So, dann kann man hier drauf stehen. Ich würde sagen, hier. Da kann man ein bisschen Glas hinein. Zack, zack. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Muss nur von außen elegant aussehen. Dann haben wir das. Ja. Da oben vielleicht noch ein bisschen begradigen.
Dann haben wir es da noch ein bisschen eleganter zuspitzen. Dann haben wir es hier, glaube ich, das, was ich erreichen wollte. So, ja, sieht gar nicht so scheiße aus, also sieht schon scheiße aus, aber so scheiße sieht es nicht aus, ja. Vielleicht nimmt man da oben noch was weg. Ja, also ja, ein kleiner Schönheitsfehler hier, kann man machen, muss man aber nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht hat einer aus der Community ja eine Verbesserungsidee, eine Schönheitsverbesserung. Ein bisschen lustig ist natürlich, dass mit der Tür nicht ganz übereinstimmt, aber ja, das war auch schon im Mittelalter. Ja, übereinstimmend. Da war hier Genauigkeit nicht ganz so. Man könnte jetzt die Tür vielleicht noch ein bisschen versetzen. Das könnte man auch machen. Kann man auch versuchen, dass es passt. Da bin ich ja recht locker. So, dann macht man hier die Fackel weg. Machen wir dann hier hin. Dann kommt das hier so. Das geht ja recht fix. Zack, zack. Dann war die Tür halt hier. Ist auch nicht so schlecht. Das Tor dann hier hin. Zack. Schauen wir mal von draußen, wie es jetzt ausschaut. Ja, schon besser. Ist halt generell ein großer Holzklotz hier. Ja, sind halt meine Anfänger-Baukünste. Wie gesagt, wirklich halt, wenn jemand von euch Ideen hat, kann er sie einbringen. Kann er mir Konzeptentwürfe per Screenshots in Minecraft schicken und dann können wir bestimmt was draus machen. So kümmern wir uns mal ums Innenleben, weil hier ist ziemlich viel Gras drin. Das können wir so nicht lassen. Muss halt auch mal etwas hübscher aussehen. Muss vielleicht mal Holzboden drunter. So ein Holzboden wäre recht schlicht. Ja, wird sich durch anbieten. Oder man nimmt direkt mal Birkenbretter als Untergrund. Das sähe dann so aus. Würde aber ziemlich nah an die Bar dann kommen, das wäre die Farbe von der Bar. Diorit haben wir jetzt hier noch, also ein Gesteinsboden. Halte ich für echt unwahrscheinlich, aber gut. Ich würde es fast in diesem Holz machen, dann sieht es halt schlicht aus und unkreativ. Der Hauptaugenmerk einer Bar liegt ja jetzt nicht auf dem Fußboden. Muss man ja so sagen. Das ist ja fast das Unwichtigste. Zack. So, hier noch was weg. Machen wir es mal schön hier.
Sag nicht, das eine Ding macht jetzt sonderbar aus. Ach komm schon. Das eine Hölzlein hier. Haben wir hier nicht irgendwo noch Eichenbretter? Ein Eichenbrett jetzt hier. Ja, daran wird es doch jetzt hier nicht liegen. Oder? Er wird erstmal schlafen gehen. Hier steht schon ein Bett. So, am nächsten Morgen mal hier rausschauen. Ja, kann man sich auch treffen hier auf der kleinen Veranda, da mal hinausblicken. So. Irgendwo Holz, ja, der Baum ist nachgewachsen. Oh, vielleicht Glas hingebaut. Clear. Fichtenholz. Nee, das wollte ich nicht. Da brauche ich anderes. Eichenholz. Das brauche ich. Ja. So, jetzt habe ich sogar vier. Ein Eichenholzstumpf ist gleich vier Eichenholzbretter. Zack, da haben wir es zugemacht. Joa, hübsch. Und jetzt Fichtenholz, ja, können wir das verwenden, können wir. Gezaubert. So tischermäßig. So ein bisschen was in den Raum stellen. Zack. Steinstufe, ja. Paar Stehtische hier. So, ja, ich würde hier auch noch ein bisschen, ich wollte hier so sitzemäßig was hin kriegen. Macht man das so, kriegt man das hin? Ja, hier so Sitze simulierend. Ja. Viel Platz ist hier nicht in der Kneipe, aber ja, ist ja auch ein kleines Dörfchen. Und da werden jetzt nicht so viele Gäste kommen. Die Bar hier noch ein bisschen verschmälern, damit das nicht zu gepresst aussieht. Wieder gruselige Geräusche im Hintergrund. Nein, so wollte ich das nicht. Ja, passt doch. So, voilà. Dann hier noch ein Sitz hin. Kann man doch so anbieten. Ja.
Ja, sieht doch ganz schnieke aus. Ein bisschen barmäßig was und hier so ein bisschen in der Ecke kann man sich so zum Tischchen treffen. So, ja, ich habe geheimes Gummi. Ich verkaufe Gummi. Ich hab hier was ganz Spezielles. So eine Art, so ein bisschen Tuschelecke. Und da oben können wir noch ein bisschen Betten machen. Guck mal, das werde ich hier, glaube ich, so in der Reihe aufstellen. Vielleicht kriegen wir da ein paar rein.